Das war sie, die Hannover Messe 2023. Endlich wieder in gewohntem Format und an ihrem Stammplatz. Und wie wir heute erfahren durften, laut Veranstalter auch ein voller Erfolg. Aber nicht nur für den Veranstalter, auch für uns als Salzgitter AG, als größter niedersächsischer Aussteller ein voller Erfolg. Wir haben unter anderem am Messedienstag hier von Minister Habeck den Fördermittelbescheid übergeben bekommen über 1 Milliarde Euro, was uns in unserem Transformationsprojekt Salkos den ordentlichen Rückenwind gibt, um weiter voranzugehen. Ein neues Denken für eine neue Industrie, das ist das Motto unseres Messestandes in diesem Jahr. Und dieser Messestand ist in erster Linie Kommunikationsfläche. Wir können hier natürlich unsere ganzen Kunden, Partner und Interessierte empfangen und ihnen unsere Projekte näher bringen, die uns gerade umtreiben. Aber es ist eben nicht nur eine Kommunikationsfläche, es ist auch eine Informationsfläche. Denn die großen Themen, die wir hier spielen, Transformation mit unserem großen Salkos-Projekt, wo wir in 2033 nahezu CO2-frei werden wollen, aber auch Themen wie das Partnering, dass wir nämlich solche großen Megathemen nicht ohne Partner schaffen und mit denen auch Kooperationen eingehen. Auch dazu haben wir Exponate hier. Wir zeigen auch, dass wir heute schon in der Lage sind, CO2-reduzierte Stähle in die Produktion zu liefern, in die Linie zu liefern. Und auch das Thema Circularity, Nachhaltigkeit, kommt nicht zu kurz auf diesem Messestand. Hier passiert's. Ganz herzliches Willkommen zum Niedersachsenabend der Hannover Messe 2023. Nicht ohne Stolz sind wir jetzt bei der Salzgitter AG. Sozusagen ein Stück weit jetzt seit Jahren das Symbol für die Transformation. Weil das Thema grüner Stahl ist geprägt worden aus Niedersachsen. Von der Salzgitter AG. Über lange Zeit schon. Die Unternehmen, und das geht an die Politik, haben nicht geschlafen die letzten Jahre. Ganz im Gegenteil. Sie haben die Chance genutzt, sie sind besser, als sie je waren. Wir haben einen Förderbescheid bekommen für die Transformation der Stahlindustrie. Wir sind die Ersten in Deutschland, die Ersten in Europa, die tatsächlich diese Art von Förderung bekommen. Hier passiert's. Es ist weg von PowerPoint. Wir sind wirklich dabei, uns zu verändern hier in Niedersachsen, um auch in Niedersachsen zu bleiben. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt für uns.